So viel muss er einfolieren, der Klasse. Ist auch was eingefroren. Okay. Alter, was ist denn hier los? Sehr gut. Ah, die können wir so angreifen. Ah, immerhin. Ich dachte, wir bräuchten jetzt hier auch irgendwie Feuer. Nice. Schön. AG7, ich grüße dich, wie geht's dir? Einsatzfahrten, ich grüße dich, alles gut bei dir? So, wenn wir einfach loslaufen, kriegen wir wieder einen mit. Ich kann mich auch wirklich null dran erinnern. Also, umso mehr wir Sachen als Erwachsener machen, umso mehr weiß ich nicht. Das wollte mich essen. Ich glaube nicht, AG7. Nicht böse nehmen. Ich glaube aber nicht. Mir geht's super, ja, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ich habe dafür nicht so viel Zeit. Durch Arbeit und so. Da würde ich was versprechen, was ich nicht einhalten kann. Haben wir beide nichts von. Wir sind beide enttäuscht. Meerschweinchen lieber, mein wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich. Schöner Name. Wir haben eine goldene Ursula gehört. Da ist sie. Da ist die Ursula. Da ist die Ursula. Okay. Kann ich es kaputt machen? Nein. Kann ich hier stehen bleiben? Ja. So, dafür ist mein Geld lang genug. Was ist dein Lieblings-Zelda-Game? Ah, eigentlich so Ocarina of Time auf der 1. Da kommt TOTK und dann BOTW und dann A Link to the Past. Na, ja, das freut mich erst. Ich finde die auch cool. Aber Ocarina of Time ist auch so ein bisschen das beste Spiel, weil so das erste... Oh Gott. Zelda-Spiel war, was ich als Kind so wirklich verstanden habe. Steuerung on point. Eishöhle weiß ich wirklich nicht mehr. Es fehlt noch einer? Da kam ich doch her, oder nicht? So, hallo. Da oben? Okay. Ja, okay, okay, okay. Guarded. Oder kann ich die auch so bekommen? Das ist erstmal Kid Wind Waker, okay. Ja, verstehe ich. Wind Waker habe ich leider damals nicht gespielt, weil ich ein dummer Jugendlicher war, der sich von der Grafik hat beeinflussen lassen. Aber laut Leaks, wenn wir ein bisschen Glück haben, kommt Windbreaker auf die Switch raus. Ziemlich grüßlich, wie geht's hier? Drei Spinnen gibt es hier, okay. Eine haben wir. Brauche ich hier das Auge? Teilweise sehen die Räume so leer aus. Ich weiß nicht, ob ich das etwas benutzen muss. Ich versuche gerade Moonskippen oder das sehen. Viel Erfolg. Wie groß es auch schon wieder ist, ne? Perfekt. Genau auf dich habe ich gewartet.
Achte auf seinen eisigen Atem und zerschlage seine eisige Hülle so schnell wie möglich. Okay, wir können uns da dran holen. Das war lucky. Das bloß Licht, Feuer, wie auch immer, Italien. Das ist blaues Feuer. Es wirkt übernatürlich, aber vielleicht kannst du es ja für irgendetwas gebrauchen. Ja, gut. Hast du schon Tears of the Kingdom gespielt? Ja, auf 100%. Komplett durch. Alles. Mehr als 100%. Haben wir alles gesehen, bis auf alle Rezepte. Habe ich wirklich das Spiel von oben bis unten durch. Und wenn du fertig bist am Wasserfall, wo du als Kind die Schuppe hast, geholt bist, ist auch eine, wenn es gefroren ist. Okay, okay. Komplett auf Respekt, es war wirklich eine lange Fahrt. 440 Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht. Es war wirklich lang. Aber es hat auch echt extrem Bock gemacht. Also, wenn ich fertig bin am Wasserfall, dann irgendwo noch beim Kind, wo eine Schuppe ist oder so. Muss ich die einsammeln? Was mache ich damit? Kann ich jetzt mit dem Bogen hier irgendwas machen? Passiert auch nichts. Nicht verraten. Als Erwachsener irgendwas machen als Nudel, okay. Krieg ich nämlich das mit. Ich muss es fangen, ne? Das ist ziemlich schade. Also mir fällt so nichts ein. Ich habe leider keine Flasche. So, jetzt haben wir einen richtigen Zip hier reinnehmen. Schönes Ding. Okay, man muss es wirklich einfangen. Nein, du musst es voll mit Glas einfangen. Okay. Blaues Feuer angefangen ist keine eine kalte Flamme. Benutze ich. Okay. Kann ich ihn mit dem Fall im Bogen kaputt schießen? No. Abfahrt. Ran da. Perfekt. Gutes Timing. Also, wie mache ich das jetzt? Zieh ich die Flamme hier raus und dann? Dann verteilt die sich so ein bisschen, okay. Okay, probieren wir es nochmal, wenn wir da dran springen. Da ist es auch nur so ein Krug. Na, aber egal, machen wir trotzdem mal. Das ist ja aber ziemlich ätzend, ne? Direkt davor. Na, roter Eisschmelzen, ja, okay. So kriegen wir also dann gleich auch den Kollegen frei. Oh mein Gott. Eine Sekunde mehr Geduld, Marco. Eine Sekunde mehr Geduld. Das darf nicht wahr sein. Eine Sekunde mehr Geduld. Ah nein, Max ist da. Was passiert hier gerade wieder? Was passiert hier schon wieder? Upp. Wenn wir hier sind, können wir den Stift auch mitnehmen. Muss man das denn immer so machen mit der Flasche und so? Da ist jetzt bestimmt ein Rubin drin. Der steckt drüber. Okay, okay. Das lohnt sich ein bisschen mehr. Ja, ist richtig nervig, okay. Schauen wir mal. Und so. Oh, eine Kiste.
Wie meinst du das mit einem Fall und Feuer? Wie soll das funktionieren? Oh, diese Musik wieder. Eine Labyrinthkarte. Brauchen wir die jetzt noch? Weil für mich sind wir... Sind wir nicht durch. Wir haben noch Räume. Hoffentlich müssen wir nicht jedes Mal wieder hier zurücklaufen. Oh mein Gott, wie schnell ist es da unten? Mit dem Feuer und Pfeil. Und ja, ich hab's ja eben probiert. Ich kann ja nicht hier durchschießen. Und dann wird's ein blauer Feuerpfeil. Wie soll ich dies tun? Hit. Tja. Jedoff. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ich hab's immer. Hab ich's gerade probiert? Ich muss gleich nochmal probieren. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt nicht jedes Mal hier hinlaufen müssen. Und dass in den neuen Räumen, wo wir noch nicht drin waren, dass wir da dann auch wieder eine neue Flamme bekommen. Das wäre toll. Bestes Tag und selbst mir geht's auch gut. Ist auch gut. What? Ja. Verstehe ich nicht. Das können wir auch bekämpfen. Das ist für mich hier keine richtige rote... Lol. Doch, denn da geht's weiter, ne? Da geht's weiter. Oh, bitte. Bitte. Bitte lass es so gehen. Okay, können wir nicht wieder direkt einsammeln. Blaue Flamme, blaue Flamme, blaue Flamme. Blaue Flamme. Ich höre schon wieder eine Spinne. Das sieht so gut aus. Das sieht... Alles klar, lassen wir's. Immer wieder diese Musik, wenn wir was einsammeln, ne? Voll schön. Oh, nice. Sehr, sehr gut. Plum, plum, plum. So, von der Seite aber, genau. Dann müssen wir gleich auch nochmal nach Kakariko. Wir müssen jetzt 41 haben. 40, 42, wow. Okay. Awesome. Darüber. Falsch. Ja. Da, da. Da, 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 da. Nächste Kiste. Kompass? Kompass. I call it Kompass. Ich glaube, wir kriegen nachher irgendeine Laterne oder so. Ich kann mich an eine Laterne erinnern. But. Ich bin auf Tisch, richtig. Mach das, Daphne. Kein Stress. Awesome. Na klar. Ja. Es passt wieder alles. Das ist mir so egal. Ja, gib mir halt Schaden, ist okay. Upp. Auch hier nochmal Hallo, Daphne. Schön, dass du am Start bist.
Läuft dann weiter Turner auf TikTok normal? Einfach durchwaschen, passiert nichts. Okay. War der Ton eben auf TikTok normal mit dem Spiel und so? Hat ja alles gepasst? Okay, alles klar. Wie kommen wir denn da hoch? Birgit Nummer 3. Wir sind spinntechnisch durch. Wenn man Horizon VW eigentlich die Parcours machen müsste, jetzt hat eigentlich nur Rebellenlager geklärt und unnötige Nebenquests gemacht. Ja, hab doch noch Bock. Aber filter zu viel einfach. Im Sinne von, was du schreibst? Ich muss einen Knopf drücken, um hochzukommen. Krass, ich kann da nichts einstellen, ne? Ich kann nichts einstellen, was da geschrieben werden soll. Können wir den schieben? Ah, geiles Rätsel. Ist von Titan, TikTok, ja. Das dachte ich mir. Okay, cooles Rätsel. Finde ich jetzt schon ziemlich nice. LOL! Einfach mal ausprobiert. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass es klappt. Da kommen wir doch so drauf, oder? Ja. So. Dann einmal komplett gleich an die Wand. Ich glaube nicht, dass wir von da aus rüberspringen können. Stark. Maschine. So, die Rubine umbauen wir nicht, holen wir im 499. Okay. Wir schieben den einfach mal hier rüber, wa? So. Gehört zurück nach links? Premium. Oh, ich würde sagen, nein. Okay, schauen wir mal. Ne Idee. Ja, mach das, Birgit. Ich komme ja von Zeit zu Zeit weiter. Das passt. Mach deinen Driss. Mach deinen Driss da fertig. Alles geplant, Leute. Ich wollte resetten. Alles geplant. So, will jetzt vielleicht, dass ich von hier hinten rüberspringe. Ah, okay, ich glaube, ich komme da nicht drauf. Der backt dann so ein bisschen rum. Ne, macht er nicht. Er geht einfach nur dagegen und dann macht er Feierabend. So. Er fällt runter. Dann lass uns mal schauen. Wir kommen. Kommen wir da vorbei? Ich stunde mal, wo da vorne ging. Das reicht doch schon, oder? Ich bin. Ja, mach das mal, Birgit. Das reicht schon, okay. Das reicht schon. Pauling, danke für den Lurk. Plopp. Da haben wir's.
Können wir jetzt einfach rüberdeuen? Ich denke nicht, ne? Hier ist kein Platz dahinter. Kann ich ihn zurückziehen? Ne. Okay. Dann müssen wir den resetten. Upp. Tschüss. Das passt noch. Jetzt rüber. So. Moin Karl, ich grüße dich. Gar kein Problem. Fühle dich herzlich willkommen. So. Da bleiben wir hängen, ne? Karl! Ja. Max. Max, was sagst du gerade? Tori, okay. Dann Tori. Krieg ich hin. Weil ich es mir merke. Merken kann. Ah, auf einmal entspannt, ja. Ist gut. Ach, nö. Und hier ist jetzt keine Flamme. Und das ist auch wieder weg. Die Gegner sind auch wieder da. Boah. Ist auch... Ah, das ist absolut wild. Okay. Cool. Ja, keine Chance. Runtergesprungen, da war die Brezel am Start. So wie Dark Souls. Geht auf jeden Fall mehr in die Richtung als das heutige Zelda. So. Also. Von vorne wieder eine Flamme holen. Aber nicht sofort drüber. So. Machen wir das auch. Und so. Super. Einfach super. Können wir von hier aus darüber springen? Link einfach stark. Einfach ein starker. Wie habe ich es denn eben nochmal gemacht? Ich glaube, das ist hier nämlich zu weit. Oder? Immerhin ist es auf dem Weg. Ist es nicht. Fällt runter, oder? Da dürfen wir nicht rüberkommen. Außer. Es klappt doch vielleicht. Ehre. Perfekt. Und Nummer 2. Abfahrt. Wehe, wir brauchen noch eins. Wehe. Oh Gott, was für ein cooler Raum. Was für ein cooler Raum. Okay. Beruhig dich. Ich hab die Flasche aus dem Sinn genommen. Habt ihr noch eine Familie? Was meinst du, Karl? Im Springen läuft richtig gut, sag ich euch.
Eigentlich muss man die ganze Zeit warten, bis er einen angreifen will. Und dann haben wir's. Ich kenne das auch nicht, Laura. Ich habe Ocarina of Time 3 oder 4 Mal durchgespielt als Kind. Dieser Raum sagt mir gar nichts. Als ich die Zoras eben gesehen habe mit dem Eis. Jo. Aber dann. Und nachher auch der Fluss, ja. Aber die Höhle hier. Ne. Ne. War im Spiel. Ha. Wir kriegen keine Flamme. Ist das so, Karl? No. Sei gegrüßt, Puffy. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. AG7, willkommen zurück. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten? Dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig wie das Wassers Fluss. So kündige ich mit Streben reif des Kindes Mut, junger Liebe Knospen erblühen groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Als ob ich den Song noch nie gehört hätte. Noch nie. Werde ich als Reim vortragen, versprochen. Moin Mario, ich grüße dich, wie geht's dir? Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Puffy, wir werden uns wiedersehen. Hey, ich spiele auch gerade Ocarina of Time, suche Daro neues Lied. Kannst du bitte sagen, wo das ist? Ich habe keine Ahnung, Tobi. Ich habe keine Ahnung, Tobi. Ich kann dir nicht helfen. Du bekommst Unterstützung, fantastisch. Fantastisch. Ich sollte ja am besten jetzt nochmal auf dem Rückweg. Ja, gut. Feuer mitnehmen, ne? Das wäre, glaube ich, ganz clever. Ich habe gerade auch gehofft, Laura, die Melodie jetzt gleich kracht bei mir im Kopf und ich kann mich wieder erinnern. Nein! Nein! Null. Wollen wir vom Wasser. Du schreibst im Handy, ich denke, das Mario. Das Bigoron-Schwert. Ah, ich würde sagen, nein, nicht jetzt gezielt. Machen wir so. Oder gehe ich nochmal da hoch und hole mir das? Ich glaube nämlich. Da fehlt ein Zwischengang. Das hat eine Abkürzung. Den könnten wir auch nehmen. Wait, what? Diese Autokorrektur. Ja, alles gut. Alles gut. Wir sind hier.
Wir haben da einen Raum übersehen, der eine Abkürzung ist. Da gehen wir hin. Da müssen wir hin. Ist ja zu 100%. Reicht das schon? Ich glaube ja. Ich hätte behauptet, dass ich das Spiel auswendig kenne. Ich hätte, also, auswendig auf gar keinen Fall bei mir. Aber dass ich noch viel mehr weiß. Cola Zero. Wahnsinn. Also auch die krasseste Erkenntnis gestern war eigentlich auch noch in den Löchern als Kind, wo man die Bohnen einpflanzen kann. Wenn man da Käfer reinschmeißt, kommt auch eine goldene Ursula raus. Niemals hätte ich das gewusst. Niemals. Da kann ich jetzt nicht mehr lang, ne? Lass mich raten, ich kann nicht mehr lang. Okay, hier können wir lang. Das wusste ich auch. Ne. Keine Chance. Genau, kletter hoch. Blaues Licht leuchtet blau. Glaube ich immer noch nicht. Jetzt fühle mich nach Scam an. Ah, lol. Lol, lol. Und zwar... So. Können wir unendlich Wasser anhalten? Passiert dir irgendwas? Du kannst unter Wasser nicht atmen. Wird die Luft knapp... Okay. Ah, das ist auch toll. Warum sollten wir das nicht sein, Karl? Ich habe gerade die Eisenschiffe bekommen. Aber ich muss jetzt safe noch hier eine Flamme mitnehmen. Hatten wir vorher schon noch eine Flamme? Oder muss ich wieder einen Raum weiter? Ich glaube, ich muss wieder einen Raum weiter. Perfekt. Nimm zweimal blaues Feuer mit, okay. Dann werden wir eine Fee entlassen. Bin ich richtig? Ich bin richtig, oder? Ja. Das Bigoron-Schwert weiß ich auch nicht mehr. Ah, könnt ihr gut laden, okay. Dann machen wir das doch. Das ist ein guter Hinweis. Sonst laufen wir wieder ewig hin und her. Hit. Birgit, kannst du ja vielleicht helfen? Ich kann's nicht. Und zwar haben wir hier Tobi. Ich bin erwachsen und muss in den Raum, wo diese Statue ist, bei den Goronen. Man braucht da ein Lied, dass man in den Raum kommt, aber er hat das nicht. Und das Lied heißt von Darunias. So, die eine Fee rauslassen. Oh, speichern wir zwischendurch. Der Imkdor hat vollkommen recht. Vollkommen recht. Das jetzt nochmal zu machen, wird nerven. Das nicht angesehen. Da, 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 da. Yeah. Und die Flasche nehme ich auf jeden Fall aus dem Inventar, weil ich kenne mich ja. Ich kenne mich. Da komme ich gleich ran. Dann haben wir nur ein Feuer mit. Ja, ja. Warte, wo geht's denn raus? Unten bestimmt, oder?
Ja, unten. Das wollen wir nicht haben, ne? Das ist leer. Und da sind Rubine drin, das ist egal. Das ist wurscht. Sehr gut. Ab nach Hause. Ich hoffe, wir können irgendwie später diese blaue Quelle irgendwie produzieren. Blaues Feuer. Dabei haben. Wie gesagt, irgendwas mit einer Laterne war da. Irgendeine Laterne. Also, hier ist der Kollege Schnürschuh. Wie, das klappt jetzt nicht hier von der Seite. Morgen! Müssen wir hier unten stehen zum Reden? Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes, nehmt bitte diese Rüstung. Mit ihr könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. Torrüstung. Diese Unterwasserrüstung passt nur Erwachsenen. Du kannst unter Wasser atmen. Super. Shit, head, hit. So, und jetzt haben wir den Laden hier aufmachen. So. So, ihr habt wieder geöffnet. Zwar keine Kunden, aber ihr habt geöffnet. Was haben die denn? Willkommen! Also, er chillt einfach hier drin. Okay. Ja, gut. Torrüstung 300. Dann hätten wir also auch nur eine Flamme mitnehmen können. Und für 300 Rubine die Rüstung kaufen. Nice. Ja, ist ein Angebot, wovon ich nichts haben will. Ciao. Also, wenn man ja hier auch blaues Feuer braucht, also irgendwas wird ja noch passieren. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Vielleicht oben an den See. Ja.